und das tun wir bestmöglich in einer Bratwurst. Hierzu habe ich schon mal gutes Fleisch aussortiert, vor allen Dingen nicht zu mager, das ist ganz wichtig. Je magerer die Bratwurst, desto trockener wird die im Nachhinein. Deshalb kann die ruhig gut fett sein. Und ja, also wie gesagt, auch hier Fett ist nichts Schlimmes, Fett ist Geschmacksträger, ja, und von daher können wir das nehmen. Die anderen Abschnitte, das habt ihr vorhin schon beim Peter gesehen oder werdet es später sehen, was man damit noch alles machen kann. So, jetzt beginne ich halt das Fleisch zu wolfen. Füllt ihr schon mal ein und auch hier bitte immer auf die Finger aufpassen, damit ihr euch nicht verletzt. Und dann geht's auch schon los. Nun habe ich das Fleisch gewolft und ja, kleiner Profi-Tipp am Rande, mit 18 Gramm pro Kilo Fleisch macht ihr nichts verkehrt, da seid ihr immer mit auf der sicheren Seite. So, meine Bratwurst werde ich nach streng geheimem Meatman-Rezept würzen, deshalb kann ich euch leider nicht verraten, dass da Zitrone, Ingwer, Muskatnuss und noch ein paar andere Kleinigkeiten drin sind. Ja, ich habe hier schon mal was vorbereitet, werde jetzt hier das Fleisch halt würzen. Einmal mit Salz und meine Meatmengen gewürzt, die ganze Sache aber auch noch ein bisschen aufpimpen mit ein wenig frisch gehackter Petersilie. Ja. Auch hier wieder Profi-Tipp, schön zusammenknuddeln und dann kann man hier halt schön die Petersilie runterhacken. Schön durchhacken die Petersilie, dass sie schön fein wird. Die schön noch dazu. Und was ich ganz wichtig finde und auch sehr gerne mag, einen guten Schuss Zitronensaft. Das hat den Vorteil nicht nur für den Geschmack, sondern das gibt auch eine tolle Farbe und macht die ganze Sache natürlich ein bisschen frischer. Also hier haben wir eine Menge von 5 Kilo, da reicht auch der Saft von einer Zitrone vollkommen aus. Natürlich noch unsere Masse gut vermengen, das machen wir hier per Hand. Da sollten wir uns auch ein bisschen Zeit für nehmen, damit wir das Gewürz gleichmäßig verteilen. Wer mag, kann natürlich auch andere Sachen noch dran tun. Chili, Knoblauch. Also so eine Bratwurst ist halt auch immer sehr, sehr dankbar dafür. Und hier kann man eine ganze Menge machen. Je nach Geschmack. So, nachdem ich jetzt hier die Gewürze in meinem Fleischbrät vermischt habe, werde ich die jetzt in die Füllmaschine einfüllen. Hierzu steche ich mir jetzt immer schön was ab. Guck, dass ich hier einen Block habe und pfeffer den ordentlich hier rein mit dem Hintergrund, damit ich keine Luftlöcher hier zwischen habe. Das Ganze mache ich hier nach und nach, schön smooth, mit ein bisschen Feuer da rein, kurz nachstopfen. So. Ja. Haben wir jetzt schön unsere Masse hier eingefüllt und können auch direkt mit dem Füllen beginnen. Wir füllen unsere Bratwurst heute in Schafseitlinge mit dem Hintergrund, die Dame sind schön zart und nicht so dick. Und ja, die werden wir heute benutzen und damit beginne ich jetzt. Doch bevor ihr den Darm aufzieht, müsst ihr einmal hier euch die Mühe machen und den Anfang finden. So, jetzt lasse ich noch ein bisschen Wasser hier durch den Darm gleiten, ziehe den auf das Füllhörnchen auf. Wenn wir den Darm jetzt komplett drauf haben, machen wir vorne einen Knoten rein, damit uns da das Fleischbrät nicht rausläuft. Ziehen den Darm nach. Und dann können wir auch schon mit dem Füllvorgang beginnen. Deshalb drücke ich hier immer so ein bisschen mit dem Daumen nach und fülle das Brät dann hier ganz langsam und vorsichtig. Drück immer hier mit dem Daumen so ein bisschen zwischen, damit es nicht ganz so hart wird. Füll hier schön das Brät nach und nach aus. Dann fangen wir an, die Wurst abzubrennen.
Die Wurst kann man jetzt abdrehen, je nach Belieben. Möchte ich kleine Würstchen haben oder möchte ich etwas größere haben? Ja, wir entscheiden uns heute mal für die etwas größere Variante. Und jetzt nehme ich einfach mal Maß, dass ich die Würstchen auch schön gleichmäßig habe. Drücke die hier zwischen Daumen und Zeigefinger vorsichtig an und fange dann an, einfach das Würstchen hier zu rollen, zu überschlagen praktisch. Ja? Wenn ich das habe, nehme ich mir die nächste Wurst, halte die wieder in etwa an, drücke die hier mit Daumen und Mittelfinger oder Zeigefinger zusammen, das gleiche an der anderen Ende und rolle die Wurst auch wieder. Wie gesagt, so eine Bratwurst ist auch dankbar, da könnt ihr ganz nach eurem Gusto auch andere Sachen mit rein tun, wenn ihr gerne Chili mögt oder andere Dinge halt, Pilze oder sonstiges, könnt ihr alles mit hier unterbringen. Kleiner Tipp noch, immer so 5% von der Grundmasse. Das verträgt eigentlich jede Bratwurst an externen Zusatzstoffen. Also tolle Geschichte. So, jetzt habe ich den zweiten Darm hier ausgefüllt und jetzt können wir schon unsere erste Wurst abschneiden. Die ist jetzt ein bisschen angetrocknet und jetzt einfach auch hier vorsichtig zwischen den Würsten schneiden. Und dann ist unsere Bratwurst ja, fertig zum Braten oder auch zum Grillen. Je nach Lust und Laune. So, nun wisst ihr auch, wie man Bratwurst macht. Probiert es ruhig selber zu Hause mal aus. Und ich gebe jetzt die Bratwurst wieder hinter mir in die Küche rein. Und dann werden wir die mal braten und verköstigen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis bald. So, ihr Lieben, schaut mal. Hier habe ich jetzt schon den ersten Fehler gemacht. Ich habe viel zu heiß angebraten. Dann platzen die ja auf. Auch da seht ihr, da ist wieder eine Qualitätsmerkmal von Frische, ist halt einfach wieder nur zu heiß angebraten, hier bei der ist es nicht passiert. Hier haben wir noch so einen kleinen Burger-Patty zum Beispiel, kann man auch sehr gut mit dem Brät machen. Also ich freue mich jetzt gleich schon, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Hallo. Ja, hier. Hast du schon? Jetzt nehmen wir jetzt nochmal ganz vorne und nehmen mal die Gabel dazu. Vorher nicht immer die Gabel. Jetzt sind wir ganz, ganz pinnig. Ja, so liebe Leute. Das letzte Stück Fleisch, die Bratwurst zu guter Letzt. Ich würde sagen, wir nehmen uns jeder mal ein Stück und dann stoßen wir mal an. Ja? Marco? Dann zum Wohle, Salute. Ja, Salute. Danke für den tollen Tag. Hat mir riesen Spaß gemacht mit euch. Wurst ist sehr lecker. Super gut. Absoluter Hammer. Super gut. Ein bisschen würzig, aber ist okay. Sehr, sehr, sehr fein. Ich habe mir gerade noch überlegt, ich habe ja von dir jetzt auch zwei Beutelchen bekommen. Eins zu verschenken, aber die sind so gut, die werde ich auf jeden Fall alle alleine essen oder mit meiner Familie. Der Kameramann kann auch wieder nicht abwarten, haut schon mal rein. Ja. Monster. Ich kann nur noch sagen, vielen Dank, lieber Marco, vielen Dank, lieber Peter. Euer Feedback, denke ich mal, ist genauso wie meins, grandios. Ich denke mal, das können wir noch mal wiederholen. Ne? Und ich denke mal, heute haben wir auch den Beweis geliefert, warum es Metzger gibt und warum es auch Köche gibt. Denn ohne uns Metzger würden die Köche immer noch halbe Schweine am Stück braten. Und von daher, danke nochmal Jungs, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet wieder demnächst ein bei der nächsten Session von Meatman und lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Bis bald.